ein schönes Lied. Schau mal, Andreas, ich habe was viel Besseres dabei. Also das Lied kommt überhaupt gar nicht in Frage. Selbstverständlich. Selbstverständlich kommt es in Frage. Ich finde es natürlich eine Abstimmung, ob wir darüber abstimmen wollen. Wäre ich dafür, dass wir jetzt abstimmen? Okay, eindeutig. Und wäre ich dafür, dass wir jetzt das Lied sehen, was mir hier vorschlagen hat? So Gegenstimme? Demokratie ist so ein Schmarrn, das ist sowieso abgehen. Ne? Also das zeige euch jetzt, ihr Streikerchef. Das wird sehen, das war Thema der Entschließung. Ne? Streikerchef. Also, wenn der Chef streikt, dann na, muss ich euch erstmal die wahre Geschichte erzählen. Wie das so war in der Wüste. In der Wüste. Zwei Staubwolken. Eine vorne, eine hinten. Die erste Staubwolke, Moses mit den Israeliten. Die zweite Staubwolke, die Ägypter, die sie verfolgen. Die Israeliten erreichen das Meer. Moses ruft laut, Joshua, Joshua! Joshua, der PR-Experte von Moses, kämpft sich durch die Reihen und steht schließlich vor Moses. Wo sind die Boote, die du bestellen solltest? Joshua fällt verzweifelt auf die Knie. Um Gottes Willen, das habe ich komplett vergessen. Moses ist sehr erregt und sagt, und was soll ich jetzt tun? Was denkst du, was wir tun sollen? Soll ich auf die Knie fallen? Und Gott bitten, dass er das Meer teilt, wir trockenen Fußes hinübergehen können. Und wenn dann die Feinde kommen, schlägt das Meer über ihn zusammen und ertränkt sie? Oder was denkst du, soll ich sonst tun? Joshuas Augen beginnen zu leuchten. Wenn du das schaffst, dann garantiere ich dir, zwei ganze Seiten im Alten Testament. Also kann ich das jetzt richtig mal richtig von dir an. Ja? Die Morgen. Kann ich nachher auch geschenkt sehen. Er geschenkt denn? Ja, genau, trotzdem bin ich. Ja, dann kriegst du da 40 Euro Ticket. Ein 49 Euro Ticket. Ja, ja, super, das mache ich, dann kann ich das Leben in vollen Zügen genießen. Da mache ich mit, auf jeden Fall. Was hast du gesagt? Ein schönes Lied ist das, hast du gesagt? Ja, bestimmt, ganz sicher. Also das machen wir jetzt, Wade in the Water. Also das ist schöner. Aha, gut. Spontan, das haben wir noch nie. Wade in the Water.
Da sich ja unser Chef jetzt wieder beruhigt hat, können wir getrost unseren Chor einmal vorstellen. Wir sind die besonders schöne Stimme mit den hohen Tönen. Wir, der Sopran, sind die Melodie, die Krönung des Ganzen, das Herzstück sowie tragende Säule in allen Chören. Neben dem Alt, dem Bass und den vielen Tenören, wenn wir richtig gut drauf sind, und das sind wir häufig im Chor, dann schwingen sich unsere Stimmen empor, denn erreichen wir Höhen, die sind unerhört. Doch gibt's eine Kleinigkeit, die manchmal stört, denn beim ganz hohen C, da könnt ihr uns zwar sehen, ihr könnt uns auch hören, aber nichts mehr verstehen. Was? Was?
Grüß Gott beieinander. Sieh, dass ihr alle bloß wieder mir gekommen seid. Ich bin der Hartl aus Oberammergau. Und ich besuche heute einen Andi, der ist auch aus Oberammergau. Und der hat ein paar Musiker dabei. Da habt ihr gerade schon ein bisschen Neuhören können. Aber die müssen halt noch ein bisschen üben. Aber das wird schon noch, gell? Das bringen die schon noch hin. Und ich hab euch mein Bierchen, bei euch heißt es glaube ich Bierchen oder so ähnlich, mitgebracht. Und das heißt Hartls Eigenhirnsprüche und Gedichte. Und das Eigenhirn ist so entstanden, weil das wirklich aus dem eigenen Hirn entstanden ist. Und jetzt würde ich sagen, jetzt packen wir es. Die Kunst der Weisheit ist es, jemandem das zu vermitteln, was er sowieso nicht kapiert. Ein Leben ohne mich kann ich mir nicht vorstellen. Hallo Herr Nachbar, wann haben Sie denn die letzte Sünde gemacht? Ich traue mich nicht mehr, weil ich keinen Pfarrer mehr zum Beichten finde. Beim Rückwärtsgehen ist jeder Vorstoß sinnlos. Auch mit der schlechtesten Laune wird eine Krise nicht besser. Hallo Herr Nachbar, ich habe mir jetzt ein Fahrrad gekauft. Sind Sie zum Gehen jetzt auch schon zu faul? Wenn einer zu dir kommt, aber nicht da ist, dann muss er verschwunden sein. Wer Birnen ernten will, darf keinen Apfelbaum pflanzen. Ein Frosch beißt selten in die Waden. Das kann man von einem Hund leichter haben. Könnte ein Hund sprechen, dann würde er nicht bellen. Wenn ein Krokodil mit dem Schwanz wedelt, dann muss das nicht unbedingt Freude bedeuten. Hallo Herr Nachbar, es geht doch nicht über eine gute Nachbarschaft. Da haben Sie recht. Ich bin jetzt schon das dritte Mal umgezogen und habe sie immer noch nicht gefunden. Wenn sich zwei Pferde streiten, dann wäre es besser, gerade nicht zu reiten. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Macht ja nichts, es hat ja Zeit. Genieße diesen Moment und du wirst diesen Moment genießen. Der Weg, der niemals endet, der muss rund sein. Wenn man sich selber in den Hintern beißt, halten sich die Schmerzen in Grenzen meist. Wenn man etwas sucht, aber nichts findet, dann muss man es so lange finden, bis man es nicht mehr sucht. Wenn ich aufgeregt bin, dann schreibe ich sehr viel. Ich glaube, ich bin immer aufgeregt. Hallo Herr Nachbar, ich mache jetzt einen Kletterkurs. Super, das freut mich für Sie. Dasselbe sage ich Ihnen. Ein Leben nur mit Ärger ist wie Essen ohne Schlucken. Wenn ein Flößer am nächsten Tag gleich ein Kreuzfahrtschiff steuern kann, dann muss er in die Politik gehen. Wenn du die Sprache nicht kennst, dann sprich einfach nicht. Die Zahl 10 kann so viel bedeuten, ein Kuss auch. Steht ein Affe vor deiner Tür, mach auf, weil er kann ja nichts dafür. Die glücklichste Ehe funktioniert nicht, wenn man sich trennt. Wir haben getrennte Konten, getrennte Betten und jeder seinen eigenen Rucksack. Aber auseinander bringt uns keiner. Wenn einer nicht singen kann, dann muss er halt musikalisch sprechen. Hallo Herr Nachbar, wir müssen unser Grillfest leider absagen, weil mir zu Ohren gekommen ist, dass Ihnen die Kohle ausgegangen ist. Lieber mit dem falschen Fuß aufstehen, als wie gar nicht. Der kürzeste Weg hilft nichts, wenn er zu lange ist. Je schwerer der Mensch ist, desto leichter ist es, nicht spazieren zu gehen. Wenn der Hunger größer ist als der Durst, dann kann man sich trotzdem für den Durst entscheiden. Also wenn ich dann einen Durst habe da draußen, dann muss ich notgedrungen einen Stuttgarter Hofbräu trinken, hilft da nichts.
Man sagt ja, besser ist es, wenn ein Glas halb voll ist und nicht halb leer. Oft schwierig zu sagen, aber eins ist sicher, wenn man das Glas austrinken will, darf es nicht ganz leer sein. Und eins ist auch klar, wenn man ein Glas umschüttet, ist es besser, wenn es leer ist. Nüchtern die Sache betrachten ist nicht so einfach, aber so viel zu trinken, dass man dann alles doppelt sieht, ist auch keine Lösung. Hallo Herr Nachbar, ich habe mir jetzt eine Schildkröte zugelegt. Das freut mich für Sie, weil Schildkröten sind gute Zuhörer. Lieber kleine Brötchen backen und dafür mehr essen. Viele Köche verderben den Preis, sagt man. Wenn es einer allein aber auch nicht kann, dann ist da auch nichts Wahres dran. Man kann heutzutage gar nicht mehr so schnell in die Schule gehen, wie neue Berufe entstehen. Wenn man das Fenster offen lässt, dann kommt nicht immer Glück herein. Es kann auch mal ein Einbrecher sein. Lasst uns doch fröhlich sein und singen. Das wird uns dann schon Glück bringen. Und bei Ihnen Singerchor seid ihr jetzt wieder droht. Jetzt schaut mal, dass ihr ein bisschen eine Gaudi reinbringt so in die Bude. Natürlich nur im Rahmen eurer Möglichkeiten. Ja, danke. So, jetzt haben sie wieder geübt. Aber das wird schon noch, Buben, ihr seid so jung, da geht schon noch was. Jetzt kommen wir wieder zu der Hauptsache. Ein Rabe hat jeden Tag einen rabenschwarzen Tag. Man ist auch Herr über sich, wenn man eine Dame ist.
Der größte Arbeitsgeist hilft nichts, wenn er in der Flasche bleibt. Hallo, Herr Nachbar, ich finde das toll, dass wir uns so gut verstehen. Ja, was so ein Hörgerät alles ausmacht. Man hat auch schon besoffen seinen Partner fürs Leben getroffen. Fasten Sie schon oder hungern Sie noch? Hallo, Herr Nachbar, jetzt wären wir fast umgezogen. Aber unsere Frauen streiten ja so gerne. Hallo, Herr Nachbar, ich habe den Schmeichelberger getroffen. Und, lebt er noch? Ich würde so gerne Müsli essen, aber mit Bier schmeckt das nicht. Ein kleiner Nachtisch am Rande ist keine Schande. Erst denkt man, dann macht man. Und dann denkt man sich, was habe ich denn da gemacht? Rauchen ist genauso sinnlos wie das Ziehen an einer Zigarette. Wenn Politiker körperlich arbeiten müssten, dann hätten wir die Rente ab 50 Jahren. Hallo, Herr Nachbar, warum haben denn die Kirchenglocken geläutet? Wahrscheinlich, weil sie in Bewegung geraten sind. Wenn Wasser gefriert, dann muss es zu viel Kälte abbekommen haben. Wenn ein Feuer erst einmal brennt, dann ist das eine heiße Sache. Heißes Wasser kann so lange kochen, bis es weg ist. Wenn man neben den Schuhen steht, dann muss man sich barfuß durchschlagen, bis die Schuhe wieder auftauchen. Wenn ein Trio zu zweit ist, dann fehlt einer. Man müsste viel öfter die Auferstehung feiern, denn den Satz, du bist ja nicht gestorben, den hört man immer öfter. Hallo, Herr Nachbar, unser Junge hat ab morgen Flötenunterricht. Danke für die Info. Wir werden uns ein Schlagzeug besorgen. Jeder Bissen, das soll man wissen, darf nicht belasten das Gewissen. Wenn eine Schlange sich verdrückt, dann kann sie dich nicht mehr erdrücken. Wenn sie dich aber erdrückt, dann kann sie dich verdrücken. Wenn man einen Seitenschneider nicht von einem Schraubenzieher unterscheiden kann, dann kann man immer noch für den Deutschen Bundestag kandidieren. Noch füttern wir die Computer, aber lange wird es nicht mehr dauern, dann werden wir gefüttert. Mit Kindern soll man Bücher lesen, Verstecken spielen und herumtoben und nicht den ganzen Tag das Handy loben. Man ist nur einmal jung im Leben, aber öfter dumm, das tut es geben. Tagträume sind viel gefährlicher als die in der Nacht, obwohl es da dunkel ist. Wenn dich der Sport schon mal kurz drückt, dann ist das noch lange kein Grund, dass man sich gleich in den Biergarten verdrückt. Ihr kennt es noch, meine Sprechstunde lassen, das ist auch schon, da gibt es dann ein Bier, auf alle Fälle für mich. Viele Menschen gingen aus der Straßenbahn, aber trotzdem ließ der Fahrer noch einen fahren. Warme Winde sind leise, können aber unangenehm riechen auf ihrer Reise. Wenn ich nicht geboren wäre, dann wäre mein Leben wahrscheinlich anders verlaufen. Es kann schwierig sein, etwas Leichtes zu machen. Wenn man keine Backing hat, dann hilft der ganze Bock nichts. Wenn man von einem 10-Meter-Turm springt, dann kann man nicht erwarten, dass man nach 3 Metern schon im Wasser ist. Wenn der Knecht nicht mehr springt, dann können die Oberen auch nicht mehr tanzen. Wenn man einem auf der Nase herumtanzt, dann muss man nicht sportlich sein. Die Musik hat nicht Gott erfunden, sondern Gott die Musik. Ich fahre 50 Kilometer zum Kardiologen. Ich fahre 20 Kilometer zum Zahnarzt.
Aber wie lange meine Reise in den Himmel ist, das weiß ich noch nicht. Es gibt nichts Glücklicheres als wie den Moment der Zufriedenheit. Dankeschön. Auch nicht genommen, ja? Der ist rot-grün, mögen die nicht so gerne. Aber sie hätten einen Scheiben Hopfen umgebaut, ne? Und ein Bier draus gemacht. Also ich glaube, da wäre ein Hopfen gemeint verloren. Jetzt müsst ihr wieder mitmachen, Achtung.